erste Mal im Leben, dass wir auf dahipster.de tatsächlich ein Gerät direkt bei Apple gekauft haben. Weder über einen Reseller noch gebraucht, nein, direkt bei Apple. Und das ist der Originalkarton, in dem unser iPhone SE 2020 geliefert wurde. Ihr seht, der Hinweis auf entflammbare Akkumulatoren klebt natürlich auf dem Paket. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie das iPhone darin befestigt ist, in einer speziellen Folie mit genügend Luft drumherum, damit tatsächlich auch nichts passieren kann, wenn das Gerät wegen Stößen ausgesetzt ist. Wir haben uns für das kleinste iPhone SE entschieden mit 64 GB und ja, sind gerade am Auspacken. Ich mache das einhändig, weil ich mit der anderen das iPhone 6S halte, um zu filmen. Das ist alles sehr unprofessionell, reicht aber aus für ein erstes kleines Hands-on und vor allen Dingen reicht es aus für den Vergleich, für den wenig später folgenden Vergleich zwischen iPhone SE 2020 und iPhone 6S. Die Telefone sind nahezu identisch. Von der Dicke ist das iPhone 6S sogar noch geringfügig dünner als das iPhone SE. Das hat mich überrascht. Ansonsten, ja, das iPhone SE ist tatsächlich komplett schwarz. Ihr seht das hier mit so einem glänzenden Lack überzogen. Es fühlt sich genauso wertig an wie damals schon das 6S, was ich bis heute eigentlich tatsächlich relativ schick finde, aber ich schweife ab. Wir sehen die Verpackung, das Original USB-A auf Lightning-Kabel zum Laden und Datenabgleichen. Wir sehen den kleinen Ladestecker, wir sehen die Kopfhörer mit Lightning-Anschluss. Das ist natürlich auch ein Punkt, der weggefallen ist. Das iPhone 6S hat noch einen Klinke, 3,5 mm Klinke-Anschluss, der beim iPhone SE nicht mehr dran ist. Wir sehen hier den Unterschied. Links das iPhone SE, rechts das iPhone 6S, was gerade noch ein letztes Backup vor dem Zurücksetzen macht. Und ich habe hier versucht mal die Unterschiede aufzunehmen. Das ist eigentlich kaum möglich. Gut, hier ist es relativ unscharf. Tatsächlich haben wir eigentlich keine Unterschiede. Die Telefone sind nahezu identisch. Hinten guckt, schaut auch immer noch ein kleines bisschen die Kamera hervor. Die Bedientasten links und rechts sind identisch. Die Kamera ist ein ganz kleines bisschen gewandert. Das heißt, Hüllen vom 6er passen hier nicht. Aber dafür vom 8er. 8er und SE sind, glaube ich, nicht zu unterscheiden. Das war's auch schon wieder. Bis bald!